Bei zahlreichen Demos zum 1. Mai ist es in Hamburg nach Polizeiangaben weitgehend ruhig geblieben. Überschattet wurde der Tag jedoch von einem Zusammenprall eines Polizisten und einem Demonstranten. Schockmoment am Schlump. Während einer Demonstration zum 1. Mai kam es am Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizisten und einem Demonstranten. Der Demonstrant fiel dabei rückwärts zu Boden und knallte mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Im Anschluss erlitt er offenbar einen Krampfanfall. Nach notärztlicher Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Innenbehörde beschäftigt sich aktuell mit dem Vorfall. Das Dezernat Interne Ermittlungen führt in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen einen Bediensteten der Polizei Hamburg. Zum derzeitigen Zustand des Schwerverletzten sei aus Persönlichkeitsgründen keinerlei Auskünfte möglich. Andernorts verliefen die Demonstrationen weitaus friedlicher. Am Eppendorfer Baum versammelten sich rund 2700 Demonstranten unter dem Motto Klassensturz statt Kassensturz. Im Verlauf des Aufzugs vermummte sich nach Polizeiangaben eine größere Personengruppe. Die Demonstration wurde zwischenzeitlich gestoppt. Tausende Menschen haben wieder gezeigt, wie man friedlich demonstriert. Wiederholt haben Vermummte heute aber auch bewiesen, dass es ihnen nicht um echte Inhalte geht. Vor der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark bot sich ein ähnliches Bild. Rund 200 Personen aus dem schwarzen Block weigerten sich, ihre Vermummung abzulegen. Letztlich entschied sich der Veranstalter gegen einen Aufzug und verblieb vor Ort. Nach Angaben der Polizei blieben größere Ausschreitungen in der Stadt aus. Unsere Einsatzkonzeption ist voll aufgegangen. Um Krawallmachern keinen Raum zu geben, haben wir die relevanten Demos mit einem Großaufgebot begleitet. Unterstützung kam dabei aus Schleswig-Holstein, Bremen und von der Bundespolizei. Insgesamt waren 1500 Einsatzkräfte in Hamburg vor Ort.